Dachchen. Da sind wir wieder. Bei Borderlands. Hi. Ja, bin mir nicht ganz sicher, was du bist. Könnte Borderlands sein, ja. Ich bin wieder mal erkältet. Ich bin wieder mal episch. Ja. Es ist super. Und wir sollen zu Claptrap. Ah, oh, ja. Für voll epische Dinge aus voll epischen Gründen. Warum sind wir nochmal zu Claptrap los? Kannst du auch zusammenfassen? Wir haben Slack-Proben gesammelt und müssen die ihm jetzt abgeben. Um irgendwie zu Angel zu kommen, meine ich doch, ne? Ja. Was zum Teufel machst du? Ausdruckstanz. Heiliger Skatrek! Ich bin unsichtbar! Aha, das ist. Du. Ich kann nicht. Untertan! Klatsch ab! Achso. Hast du dir verdient? Sehr gut. Jetzt kann Claptrap uns durch Angels Sicherheitskraftfeld bringen. Komm zurück. Man kann ihm eigentlich einen High Five geben, aber jetzt gerade nicht. Weil man noch mit ihm reden muss vorher. Ich hab schon gehofft, er wäre verschwunden. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja. Du hast mir geholfen, Sanctuary zu erreichen, Untertan. Dafür hast du dir eine Belohnung verdient. Ich habe ein Geheimversteck weit, weit von meinem momentanen Aufenthaltsort. Um es zu finden, wirst du eine Reihe fieser Aufgaben bewältigen müssen. Erstens, hast du das nicht schon gemacht? Steine für mich. Dann besiege einen Badass-Gag. Danach musst du den verlorenen Stab von Mount Ah, ja. Sora klauen. Dann wirst du mir den Kopf des Zerstörers der Welten abliefern, um Oh nein. zu meinem Vergnügen zu tanzen. Ja. Gar nicht irre, ne? Moment. Hä? Erledigt. Oh. Oh nee. Super. Obwohl du mir nicht gebracht hast, was ich wollte, habe ich beschlossen, dir mein Versteck zur Verfügung zu stellen, um meinen Untertanen Waffen zukommen zu lassen. Speziell die, die du benutzt. Verstehst du? Das ist zum Trinken von Items zwischen deinen. Ich hab Geburtstag. Vor 7 Jahren bin ich vom Band gerollt. Tu mir einen Gefallen und verteil die Einladungen für meine affengeile Geburtstagsparty. Und beeil dich, wir legen jede Minute los. Ich glaube nicht, dass das die Hauptquest ist. Glaub ich schon. Wir lassen ihn einfach so da stehen, oder? Ich denke schon, ja. Das ist wieder unbeantwortete High Five von Barney, oder? So, Abschluss Rolands. Wir sollen uns zu Roland laufen. Okay. Ja. Super. Ich finde es aber schon Egal. toll, dass man da diese blöde Questreihe nicht machen muss, sondern einfach das Ding aufmachen kann. Das ist gut gelöst. Naja, das habe ich. Du kannst diese Questreihe gar nicht machen. Kann man nicht? Ah, okay. Die gibt es nicht. Das ist die richtige Lösung. Ah, okay. Roland! Roland! Erinnerst du dich? Roland? Erinnerst du dich noch, wie Mordecai in der Schulter getroffen wurde? Ach nee, Roland ist gerade unsichtbar. Ich hab Roland hier. Mich ist ja unsichtbar. So, okay. Hat gerade mit Lilith geredet, deswegen habe ich gerade Moments gewartet. Miller, das mit Bloodwing-Soldat. Yay, aber es gibt noch mehr zu tun, wenn wir Angel erreichen. Als und den Kammer springen diese Nachricht nach 1000 Cuts. Hm. Du wirst diese Nachricht einem Banditenanführer namens Slapking bringen. Früher gehörte er zu den Crimson Raiders, bis seine Methoden zu brutal wurden. Ich hielt es einfach nicht für effizient, Hyperion funktionieren, vor den Augen ihrer Familie die Gliedmaßen eins nach dem anderen auszureißen. Ja, er sah das nicht ein. Aber er schuldet mir immer noch einen Gefallen. Interessiert? Und er kann uns helfen, am Bunker vor Control Core Angel vorbeizukommen. Aber hey, Mordecai ist ja auch jetzt da. Eben, mit dem rede ich tot. Und Jack hat die Kammer fast geöffnet. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich brauche einen Drink. Oder eher einen Haufen Drinks. Die Hodunks schmuggeln Rack Ale aus der Dust. Schieß mir ein paar Fässchen von einem ihrer Alkoholtransporter runter. Später. Gibt's was zu berichten? Nebenbei, was hat Ronald eigentlich erzählt, weil er bei mir immer noch nicht da ist? Oder hat der was erzählt? Ja, er hat was erzählt. Moment, wir sollten das zu Slapking bringen.
irgendjemanden, der zu brutal für Crimson Raiders geworden ist. Das wollen wir in 1000 Cuts machen. Hi. Bist du noch an dem Job dran? Nö. Ich werde aber erstmal jetzt meinen Punkt verteilen, vielen Dank. Ja, gute Idee. Können wir Was denn? Fickt euch. Wir stehen dir extra im Weg. Fresse halten, sitzen bleiben. Ich meine nicht, dass ihr mir im Weg steht, sondern ihr steigt auf und ich nicht. Ja, dann kill halt mehr. Sei effizienter. Sicher. Ich wollte jetzt hier drauf gehen, ne? Stimmt. So. Wenn ich mich richtig erinnere, wenn nicht, habe ich halt das falsch gespielt. Who cares? Jo, passt schon. Wir sind EOP. Was? Mit den ganzen gestohlenen Schlüsseln. Die sind nicht gestohlen, die waren da. Ja, auch gut. Auf wundersame Weise, ne? 1000 Cats, da. Destruction Plant, okay. Und hopp. Ach, da. 1000 Cats liegt westlich der Highlands. Wenn du den Slap King suchst, dort wird er sein. Aber Vorsicht, er ist ziemlich daneben, seit er seinen Hund gekillt hat. Oh nein. Oh, das Sanctuary. Jo. Neben hängt Hyperion. Ich. Safety first. Autos! Autos! Willkommen zum neuen und verbesserten Catch a Ride! Jetzt mit 47% mehr als 26% Todesfälle pro Jahr! Das ist weniger als letztes Jahr! Kein Applaus, bitte! Ich habe auch ein zweites gespawnt, aber das wollte nicht. Ja, das hat man erklärt, dass du davon nur eins spawnen kannst, wohl. Ja. Kommst du auch, Konstantin? Nö. Opfer? Warum fahren wir eigentlich mit einer Karre? Weil es keine zwei gibt, hast du eben nicht zugehört, Junge. Nö. Ist mir jetzt schon wieder auf den Nerven, ne? So, ich hoffe, das Mutland gerade funktioniert. Sonst habe ich gerade in die Aufnahmen reingehustet. Na, hat geklappt. Also wenigstens hier. Ja. Perfekt. Safe for travel with an auto. Diese Brücke. Der Ladebildschirm sieht cool aus. Oh, ne? 1000 Schnitte. Ja. Der Ort sieht cool aus. Control Core Angel ist oben auf diesem Berg. Dort befindet sich auch der Kammerschlüssel. Der Slap King haust auf dem anderen Felsen. Er kann uns helfen, an dem Bunker vor dem Kontrollkern vorbeizukommen. Hoffentlich jedenfalls. Ah, ein Goliath. Gut gemacht. Ach. Alles kein Problem. Ja. Also Säure Sniper und so. Slag Sniper. Ja, Slag Sniper. Auch gut. Nicht Sniper, aber wirkungsvoll wie ein Sniper. So, dann hau ich einfach mal in die Fresse. Eindringling, hä? Hyperion hat wohl wieder einen Killer geschickt. Okay, Jungs. Kämpft wie Berserker oder sterbt wie Pussys. Um zum King zu kommen, musst du dich durch die Slabs kämpfen. Sei vorsichtig. Ach was. Na dann. Danke, Roland. Feuer. Eure. Wartetür, ja? Zeug. Ich merk's. Ja, ne? Eckt das Spiel gerade bei mir? Das würde mich aber wundern. Mir auch ein bisschen. Ist vielleicht einfach der Ort. Oh ne. Oh nee. Flugviecher. Ich bin verpflichtet dir zu sagen, dass ich kein richtiger. Hoppala. Slack Barrel? Ja, hab ich nicht angeschossen. Such mal dieses Flugviech, von dem du gesprochen hast. Ja.
hasse diese Dinger. Badass-Copter. Na super. Boots. Oh Gott. Deathtrap, tu mal was. Weißt du was, also oh, okay. Geil, was zur Hölle war das? Kommst du klar? Nö. Oh, vielen Dank. Das tut's auch. Ja, ich habe gerade irgendwie 3 Frames oder so. Okay. Jo, ist bei mir auch nicht viel besser. Ich habe auch gerade ein bisschen was Verlust, aber mehr als 3 zumindest. Ja, mehr als 3 auf jeden Fall. Aber. Schon fast unspielbar. Aber ich frag mich, warum so plötzlich? Man weiß es nicht, dieser scheiß Kopf da oben. Ja, okay. Kann man nicht machen. Nee, das war eine Schuld, okay. Ah! Ich bin schon wieder hart aufs Maul. 3? Nee. 3. Da war das. Ich weiß gerade nicht mehr, wo die Feinde sind. Ja, also einmal ist der Bellescop da oben. Der ist doof. Dann ist ein Zwerg-Oliat. Genau der. Hi. Danke. Aber nein! Ihr Hyperion-Schweine musstet wieder anfangen! Ihr musstet das die Umwelt. Dann warte, den Goliath mache ich jetzt. Alter. Boah. Hammermäßig. Ach, ich habe wieder seinen Kopf getroffen. Das ist auch echt geil von mir, ne? Dieser scheiß Bellerskopf da, ey. Aber echt. Lululululululululu. Danke. Hä? Oh. Ja, er ist down. Komm, Explosion. Hackfisch, ey. Hey. Oh, da kommt noch so ein Hai. Oh nein. So ein was? Noch so ein Copter. Die werden hier immer wieder spawnen wahrscheinlich. Ja, aber sind ja alle Badass? Nee, ey, ist normal. Das ist ein normaler. Das geht auch jetzt, mit dem kommen wir klar. Da war trotzdem genug. Wait. Ach ja. So, wo steckt ihr gerade? Ich stecke mit 47 HP hier hinten. Ah ja, okay. Mhm. Ich suche gerade nach Möglichkeiten, irgendwie HP zu kriegen. Ach, die kommen immer wieder. Einfach weiterlaufen. Jo. Wo ist eigentlich weiter? Weiter ist da hoch, ne? Ja. Hier lang, ja. Hier nach. I follow. Oh shit, was ist das denn für ein Hackvieh? Oh Gott! Hä? Einarmiger Bandit, ach, was für eine tolle Anspielung. Ach, das Ding, ja, aber der hat irgendwas Schönes am Rücken. Ja, das ist eine Spielmaschine. Yay! Socke! Was, ich töte ihn noch und geh danach zum Boden. Wo hing ich gerade drin? In dem seinem Automaten oder was? Ja, du stehst daneben für mich, ja. Irgendeine Waffe haben? Grad nicht. Ich muss gerade leider hier den einen Kerl da snipen, Moment. Was für eine Waffe? Wo Waffe? Oh Gott, es laggt. Ach ne, den muss ich nicht snipen, der hat eine Quest für einen, okay. Eins so. Tja. Und tschüss. Boah, den habe ich getroffen mit Raketenwerfer. Jo. Da hinten kommen wir rüber. Toll, wir haben so einen Ort gefunden, wo wir nicht rüberkommen. Ja, aber zumindest die Richtung hat schon mal gestimmt, ne? Ja, so grob, ne? Hallo? Ja, spring halt! Ich meine, oh. Hier ist ein fetter Pfeil, von daher. Ja, und eine Safe Station. Und.
Feinde. Death Trap! Nicht den Kopf treffen bei dem Goliath. Ganz wichtig. Nicht? Ja. Wieso? Ja. Weil der, weil sobald der Kopf weg ist, der zu einem Raging Goliath wird. Ja, hab ich auch eben. Okay, wie die Hühner. Erfahren. Wusstest du das nicht? Wie die Hühner, genau. Wusste ich nicht, nee. Aber ich weiß nur, dass die Goliaths irgendwie hochleveln können, wenn man sie angreift. Ja, eben. Das, sobald du den Kopf triffst. Aha. Ich meine, jetzt auch ein Steam Achievement. Was denn? Irgendwie 5 Goliaths um so und so viel Level hochsteigen lassen oder so. Nee, einen um 5 oder so. Ja, einen um 5, ja. Das kann doch nicht wahr sein. Wie scheiß bin ich eigentlich? Ziemlich? Mit dir reden, wenn du seiner Gang beigetreten bist. Überlebe einfach den Aufnahmevirus, den er für dich geplant hat, und gib ihm dann die Nachricht. Gut. Wir rutschen alles und du lootest gerade einfach, okay. Ja. Ja. Nie falsch. Dann, wenn man Schilde down ist. Und. Oh, dieser. Super. Ach ja. Also. Ich würde die Buzzards einfach größtenteils ignorieren, aber... Die was? Ja, die Flieger halt. Achso, die heißt mal die Buzzard, okay. Buzzard halt. Ah, okay. Buzzard. Ja, gut, okay. Oder so. Jo. Keine Ahnung, wie die im Deutschen heißen. Ja, Copter. Ich bin nicht am Verrecken oder so. Achso, einfach Copter. Voll langweilig und so. Ah, shit. Fickst schon hin da unten. Ich brauche eine Heilung. Guck mal, hier noch schön ist gar nichts. Einfach eine leere offene Fläche. Glaube ich jetzt nicht. Alter. Scheiß Copter. Yep. Danke. Nice. Kann man sich nicht irgendwie die Kanone von ihm nehmen? Ach, schade. Also, der vorne, ne? Ist ein Ausrufezeichen. Ich glaube, ich kann da erstmal hin. Ja, klingt nach einer guten Idee. Weil der Kerl hat uns die ganze Zeit so angeschrien. Ich glaube, der wollte was von uns. Unmöglich. Okay. Nein, ich muss dich noch. Was? Der Kerl ist bei mir rumgebackt. Ich kann die Quest nicht mehr ab. Ach, die ist da in der Mitte irgendwie gelandet. Ups. Ja. Der liegt hier bei mir. Face McJudy. Sein Kopf sieht lustig aus. Jo. Ich wollte seinen Kopf treffen, aber dann ist er hin und her gekämpft. Schieß mir ins Gesicht. Schieß mir ins Gesicht. Der war gut irgendwie. Tür. Mach da mal hier die ominöse Tür auf, ne? Ja, warte auf mich. Was für kranke Sachen im Spiel gibt. Ich geh doch erstmal meine Waffen wieder nach, Moment. Ich auch. Ominöse Tür. Erstmal Waffen nachladen, danke. Munition generieren. Erstmal hoffen, dass ich nicht schon wieder nur 12 Frames kriege. Tür geht nicht auf, wir müssen außen rum, wahrscheinlich. Oder geht die bei dir auf? Nicht wirklich, ne? Nee, aber die wird für irgendeinen Mechanismus haben, den ich aufmacht, oder? Wahrscheinlich können wir hier einfach oben drüber. Der Treppe nach zu. Das wäre aber langweilig. Stimmt aber. Ja, ist trotzdem langweilig. Ease off.
Oh, nee, ist wieder so ein Bossfight, wo man nicht zurück kann. Copter-Faktorei, ja. Wer der Goliath? Ich liebe es. Super. Ach komm. Der trappt wieder einen Job. Feuer und Elektro und alles. Perfekt. Irgendwer hat seinen Kopf getroffen. Ja, das war wahrscheinlich mein Raketenwerfer. Aber der kann uns von da oben auch nicht mehr angreifen. Jetzt. Ich klappt sich jetzt mit Deathtrap. Ist ja geil. Ey. Da. Achso, du sagst du. Okay, danke. Und Deathtrap hat ihn ganz fies gemacht. Ah, Gott. Ich kann ihn gerade nicht hochheben, aber gleich. Nein, hab ihn. Drauf. Nice. Boah, Nahkampf. Holy shit, was hat mir gerade so viel Schaden gemacht? Ah, ein Elitenmarauder. Stop dying, please. Heilung. Ja, ey. Ich würde gerne automatisch nachladen. Nicht. Schlechter Anfang. Okay, komm. Ja. Heilung. Habt ihr gesehen, wie das Gesicht von dem Typen geschmolzen ist? Heilung? Ja, meine automatische Kugelheilung. Das klang nicht gut. Domo arigato, ihr Penner! Ich kram. Alter, das Trip erschreckt mich teilweise so krass. Wieso? Weil das Ding auf einmal neben mir aufplappt. Man, ja, er hat Klinge, aber ist doch jetzt nicht so beängstigend, oder? Quasi in meiner Fresse. Das Geräusch ist immer scheiße von dem. Ja, das vor allem. Ist das? Hm. Wenn es direkt neben einem kommt, dann ja. Okay, ja. Kann sein. Hallo, Gegner, wo seid ihr? Ach, lassen wir Zerstörer-Toast. Der schneller Label. Bruiser. Kein Problem. Wo kommen die ganze Zeit? Von oben. Von oben. Hier, von runter. Ach so. Du, haben wir's? Nope. Oh, hey, Alter, Pfau, voll, ey. Seh. Kein Teabang hier. Ich liebe diese Shotgun einfach, die ist richtig stark. Ich verstehe ja gar nichts, es ist gut, dass ich Untertitel hab. Ich verstehe auch gar nichts, man muss aber glaube ich auch nichts verstehen. Nicht wirklich. Es wird irgendwas geredet? Ja. Ich höre nur. Ja, eben. Ist er. Ja, super. Jetzt lag's wieder bei mir, ja. Mhm. Ja, bei mir auch. Weil so viele Flammenpartikel und was nicht alles gerade. Mhm. So, haben wir's? Nein, immer noch nicht. Deathstrap, hilf mir mal. Und hatten schon übertrieben geilen PC und trotzdem. Naja, so übertrieben geil ist er jetzt inzwischen auch nicht mehr. Na, der doch, ziemlich. Knapp oberes Mittelfeld, würde ich mal sagen. Meine? Also du, ja. Meiner ist schon krass geil und laggt trotzdem hier rum, ey. Keine Raketenmunition. Was? Out of ammo? Heilige Scheiße. Meine gute Waffe ist leer. Ja, mein Raketenwerfer ist leer. Yay, Bosskampf. Hi, Drake. Was ist das? Das? Oh shit. Was willst du? What you want? Du bist der größte Badass aller Zeiten. Und du hast die Aufnahme überlebt. Stolz nenne ich dich einen Slam. Und jetzt? Ich gehe rein. Oh
20. Ich hab schon gefragt, wann Roland seinen Gefallen einfordert. Der Bunker. Sarkastischer Slap. Meine Kopter dir helfen, den Platz zu machen. Richte Roland aus, dass ich dabei bin. Tolle Leistung. Mit Brick an unserer Seite dürfte es leichter werden, an dem Bunker vorbeizukommen, der Angel schützt. Komm jetzt zurück. Dann sehen wir mal, wie wir durch die Tür kommen, die sich nur für Jack öffnet. Yay! Danke. Follow the yellow brick road. Ich finde den sarkastischen Slap super. Hä? Ja, hier, guck da mal. So, der. Das ist so geil! Wow, was du dich ausdenke. Dann hat der Kammerjäger also die Slaps getroffen. Was für eine herrliche Chance, zwei Banditen mit einem Mörserschlag zu töten. Zieltransmitter initialisiert. Beginne mit Mörserbombardierung. King, er schießt wieder Mörser ab. Es ist Mörserhallen. Oh, verdammt, Slap! Ihr müsst diese Mörser aufhalten! Sonst wird niemand übrig sein, der dir mit dem Bunker hilft! Was? Echt? Boah. Robo gegen Robo. Nein! Oh, nein! Nicht die schon wieder. Heilung! Jai!